Wenn wir uns mit Data Science beschäftigen, dann müssen wir uns als erstes mal damit beschäftigen, wie wir eigentlich Daten abspeichern und was Daten sind und wie man den ganzen Kram nennt und so weiter. Und dazu könnte man als erstes mal nach Tabelle suchen, denn wir speichern Daten ja oftmals und gerne in Tabellen ab. Also geben wir mal da Tabellen ein und schauen mal bei Bildern und da sehen wir alle möglichen verschiedenen Tabellen. Zum Beispiel so eine hier, da gibt es eine Tabelle auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Bei so einer Liga macht das jetzt vielleicht halbwegs Sinn. Dann sehen wir hier eine Tabelle. Da gibt es dann zum Beispiel eine Zelle, die geht hier über, also diese eine Zelle geht hier über zwei Zellen drüber. Ansonsten sieht die vielleicht gar nicht so schlecht aus. Aber dann gibt es vielleicht Tabellen wie hier. Da steht also hier oben ein bisschen was, dann steht da was. Dann sind ein paar Leerzellen oder Leerzeilen, dann steht hier wieder was. Dann haben wir hier so eine Tabelle, sind gleich mal drei verschiedene, also die nicht irgendwie verbunden sind, sondern drei verschiedene Tabellen. Und Tabellen sehen immer irgendwie unterschiedlich aus und nicht besonders homogen. Auch hier gibt es wieder irgendwelche Leerzeilen oben drüber und so weiter. Oder hier hat man verschiedene Tabellen, da eine Tabelle, da eine Tabelle und hier sind es nicht so viele Tabellen dabei, die wir typischerweise in der Geochemie haben natürlich, aber irgendwie sind die schon so ein bisschen vorformatiert im Grunde genommen. Und mit solchen Tabellen können wir überhaupt nichts anfangen, wenn wir Data Science machen wollen. Denn was wir ja, mit was wir umgehen, sind Datensätze. Deshalb schauen wir mal, wie ein Datensatz aussieht. Gucken uns das mal an bei Bildern. Und das sieht jetzt insgesamt schon ein bisschen besser aus, nämlich sehr ähnlich. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn wir mal genauer hinschauen. Was nämlich hier der Fall ist, ist, dass es hier oben immer Kategorien gibt. Also hier oben stehen immer, man sieht es nicht genau, ist auch völlig egal, was da steht, aber hier oben stehen immer die Kategorien, Namen von irgendwas und dann kommen hier einzelne Datensätze. Also Kategorien könnten sein Name, Nachname, Geburtsjahr und so weiter, männlich, Geschlecht und so weiter. Und dann Datensatz 1, Datensatz 2, also das wären dann einzelne Personen. Das sind dann wirklich einzelne Datensätze. Das Gleiche sehen wir auch hier. Hier oben wieder einzelne Kategorien und dann hier die einzelnen Datensätze. Und hier kriegen wir dann auch schon ein bisschen die Begriffe rein. Also hier oben Kategorien, das ist schon mal wichtig. Und dann das hier ist ein einzelner Datensatz. Und da gibt es auch keine Leerzeilen, hier gibt es keine Formatierung, hier gibt es nicht irgendwie Zellen, die zusammengefasst sind, gar nichts, sondern hier gibt es nur mal eine einzige Kategorie in einer Spalte und hier sind auch immer, die sind auch immer irgendwie ausgefüllt. Es ist nicht, dass da mal nichts drinsteht oder sowas, sondern die sind in der Regel immer alle ausgefüllt. Und vor allem die Kategorie Namen. Es gibt für alles, also es gibt keine Kategorie, die keinen Namen hat, sondern jede Kategorie hat einen Namen. Und es dürfen auch Namen nicht zweimal vorkommen. Also es darf nicht hier Semester stehen und dann da hinten nochmal Semester stehen oder sowas. Und in jeder Kategorie ist immer der gleiche Datentyp drin. Das ist ein weiterer Begriff, der Datentyp. Also hier wäre es beispielsweise eine Zahl, hier wäre es ein Wort oder man sagt dann beim Programmieren auch meistens ein String dazu. Exakt das gleiche. Also hier String, hier eine Zahl, hier ist auch eine Zahl, hier ist eine ganze Zahl. Also hier gibt es keine Kommazahlen. Für das wahrscheinlich Geburtsjahr hier. Das ist eine Integerzahl und hier hinten gibt es eine Zahl als Datentyp, die eine Dezimalzahl ist. Die nennt man dann auch Float. Und dann gibt es manchmal noch sowas, da steht vielleicht nur Ja und Nein. Und gut, hier stehen dann noch einzelne Zahlen dazwischen. Das könnte dann eventuell auch schon ein Problem sein. Also hier haben wir die wichtigen Sachen für wirklichen Datensatz. Wir haben Kategorien. Hier oben, dann haben wir einzelne Datensätze, die immer in Zeilen sind. Das ist auch mal typisch, also nicht mal Zeilen, mal Spalten. Kennt man von geochemischen Daten, da steht manchmal hier oben SiO2, MgO, Aluminium und manchmal steht dann hier auf der Seite SiO2, MgO, Aluminium. Und das ist nicht gut. Damit kommen wir nicht klar. Sondern die Oxide in dem Fall beispielsweise wären die Kategorien, die sollten dann alle hier oben stehen und immer so. Und dann kommen hier unten die einzelnen Datensätze. In der Geochemie würde dazu gehören, Probenname, Lokalität und so weiter. Und das sehen wir hier bei Datensätzen wirklich überall. Ja. Da haben wir immer hier oben die Kategorien und dann haben wir hier einzelne Datensätze. Dann haben wir immer die verschiedenen Datentypen. Also hier vielleicht wieder eine Integerzahl, hier dann vielleicht wieder ein String, hier wieder Integerzahlen. Hier gibt es mal keine Floats, also keine Dezimalzahlen.
und so weiter. Ja, hier wird es auch mal dargestellt, zufälligerweise, also hier heißt es nicht Kategorie, sondern Attribut. Okay, das gibt, kann man auch nennen. Das ist der Datensatz hier, wie gesagt, eine Zeile und dann hier der einzelne Datenwert und das ist eben ein bestimmter Datentyp noch. Hier ist ein weiterer Datentyp, in dem Fall nämlich ein Datum, das ist auch ein eigener Datentyp. Und so sehen tatsächlich dann Datensätze immer aus. Und das ist wirklich sehr wichtig, denn so müssen wir das auch machen. Hier kann man wirklich gar nichts erkennen. So müssen wir das auch machen bei den Datensätzen und uns daran gewöhnen, dass immer in der ersten Zeile die Attribute oder Kategorien stehen und dann immer die einzelnen Datensätze hier unten drunter sind. Und es gehört dazu, Attribute oder Kategorie, immer ein Namen, ein bestimmter Datentyp und immer alles in eine Zeile. Das mal als erste kleine kurze Anteaser dafür, was wichtig ist, wenn wir einen vernünftigen Datensatz oder dann eine Datenbank, wo mehrere Datensätze drin sind, dann kriegen wir eine Datenbank, wie man das aufbaut und wie die aufgebaut sind und immer aufgebaut sein müssen.